Einen recht schönen guten Freitagmorgen, der 8. März, wünsche ich der Bauer aus in der Werkstatt. Ich helfe da der Anne, es geht da ruhig zu und her, aber das sollte sich im Verlauf des Nachmittags stark ändern, als ich eine Panne hatte mit meiner Spritze. Ihr werdet sehen. Ja, jetzt bin ich am Spritzen und da wünsche ich mir GPS hier im Gras. Und ich mache das mit Abmessen und Posten am Ende des Feldes. Also Elektrozaunpfahle hinstellen und ich fahre genau darauf zu. Liebe Jugendfreunde, 30 Jahre alt. Gestern habe ich gelobt und jetzt seht ihr hier, ist gerissen. Das ist der mittlere Balkenteil, der hebt sich jetzt nicht mehr ganz und der untere kommt nicht unten durch. Jetzt muss ich das mit einem Seil aufbinden, nach Hause fahren und schweißen hier. Ja, hier habe ich beim Gründüngungssäen auch Fahrgassen gemacht. Darum geht es einfach hier zu spritzen. Aber gleichwohl, wenn da was hinten kaputt geht, bist du plötzlich im Stress. Und ich habe meiner Frau gesagt, von 0 auf 100% ist der Bauerhaus gejagt worden, weil es ist schon bald 5 Uhr und ich bin noch nicht ganz fertig. Jawohl. Gründüngungsmischung, aber ich weiß nicht mehr, wie die geheißen hat. Auf jeden Fall ist sie nicht abfrierend. Darum muss entweder gehackt oder gespritzt werden. Ja, die Sonne ist weg, aber dafür ist auch der Wind weg. Es ist eher fast besser geworden. Ja, geht gut. Ohne Wind geht Spritzen immer gut. Ja, schön. Sieht die Schweißnaht nicht aus, die ich da gemacht habe. Aber sie hat gehalten. Ja, das musste auf die Schnelle gehen da. Hat auch gehalten, gut. Ja, immer nach Glyphosat-Einsatz heißt das Spülen, Spülen. Und ich habe auch ein Reinigungsmittel, das ich einsetzen werde. Ich habe es noch nicht vorgenommen. Zuerst normal mit Wasser spülen und dann ein Reinigungsmittel 10-15 Minuten durchlaufen lassen, rausspülen und nachher wieder mit Wasser spülen. Braucht immer viel Zeit, diese Spülerei. Jawohl, aber jetzt, die Numa wartet. Es ist bereits 5:30 Uhr und die will doch was fressen da. Unsere Numa, jawohl, die will was fressen, ja, gut. Da schauen wir mal, Numa, ja. Ja, sie bekommt ein Handhundefutterwürfel für Erwachsene. Hunde natürlich und ich denke, da ist Bulle drin, 41%. Harmonie heißt das Futter. Ja, und so viel kriegt sie. Eine gute, der Dreiviertel volle. So, Plastikbecher voll, jawohl. Ja, gut, ja. Tipptopp. Schön sitzen. Warte. Und gut. Und dann sofort noch ein bisschen Wasser nachgeben. Ja, und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Das Spritzen ist mir schon ein bisschen auf dem Magen gelegen, weil das Gras immer viel größer wurde. Und jetzt ist doch dann das Wachstum gestoppt und es kann trocknen, runterdorren. Jawohl. Und hier zum Reinigen habe ich das All Clear. Hier habe ich einen neuen Kanister geholt, hier ist noch ein Rest drin. Nehmen wir den zuerst.
Ja, ich hatte keine Zeit, Kaffee zu trinken. Es gibt noch einen Nussgipfel. Bei den Renndoktoren, da ist man wachsig. Ja, okay. Bereits 5:45. Ja, das ist ja noch speziell. Du arbeitest eigentlich so normal, machst was, dann willst du spritzen. Startest mit Spritzen und dann ist irgendwas, geht nicht. Und man kommt schon in Zeitnot, damit du am Abend fertig wirst. So ist es jetzt mir gegangen. Ich muss schnell hinten schweißen. Gut, bin das Problem jetzt gelöst, das ist geschweißt, wie lange das hält, weiß ich nicht. Und Zuckerrübenfeld, das zukünftige, ist mit Glyphosat behandelt. Flughofen ist, wir konnten jetzt ja den Kompost rausbringen, 60 Kubikmeter die Hektare. Also wir werden dafür kein Kali sehen und ich werde etwas Stickstoffdünger sehen können, ohne dass ich über die Furche fahren muss. Das liebe ich gar nicht, über Furchen fahren. Ich lasse jetzt da hinten das Reinigungsmittel 10-15 Minuten durchspülen in der Maschine durch und dann raus durch den Spitzbalken raus und dann sollte das sauber sein. Ja, und das war's vom Bauernhaus vom Freitag. Ich denke, es war der 8. März, bin ich. Ja, liebe YouTube-Freunde, ich bin da gerade am Schneiden des Videos und bitte schaltet nicht ab. Ich hänge noch am Schluss ein paar Bilder rein von Simon, der im Moment in der Gegend von Las Vegas rumfährt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss zusammen, ciao. Ja, ich sehe gerade, mein oder unser Freihelfer wird in Kürze die 8000 Marke knacken. Ja, 8000 Stunden. Cool. Der läuft noch super. Große Probleme hatten wir nie. Mit 8000 Stunden. Fendt, das hast du gut gemacht. Ich hoffe, du kannst die Qualität halten. Ciao.